Parker, what was that? Finalfolge, ein letztes Mal herzlich willkommen zurück zu Around the Worlds 2023. Wir haben einen neuen Weltmeister, Flo, T1. T1 hat 3:0 glatt gegen Weibo Gaming gewonnen. Aber sowas von großartig. Ja, vergangener Sonntag war das Finale. Du hast es dir noch in der Hotellobby angeguckt, weil du eigentlich im Urlaub warst. Nimm uns mal mit als T1-Fan. Was macht das mit einem jetzt, nachdem T1 nach so langer Zeit und vor allem als Faker-Jünger auch? Ja, so ein Stück weit. Also hier muss man einfach auch ein bisschen wertschätzen, was der halt da alles abgeliefert hat. Ja, wie du schon sagtest, ich habe es in der Hotellobby gesehen, weil ich im Urlaub war. Aber das Finale, das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Freundin angerufen, richtig. Handy ausgepackt und dann das Ganze angeschaut. Ging ja relativ zügig, möchte ich mal an dieser Stelle erwähnen. Ja, das stimmt. Was das mit mir gemacht hat als Fan, es war schon vor allem ein Stück weit große Erleichterung dabei. Weil ich habe auch hier, man sieht es vielleicht, den Pulli von letztem Jahr an, weil wir letztes Jahr alle schon darauf gehofft haben, also zumindest alle T1-Fans darauf gehofft haben, dass es endlich letztes Jahr für den vierten Titel gereicht hat. Aber DRX hat einfach diese Underdog-Story zu Ende gedacht, ja. Was Weibo ja dieses Mal nicht gelungen ist. Überhaupt nicht, leider. Da hat T1 auch gesagt, nö, das wollen wir nicht nochmal. Und es war, wie gesagt, hauptsächlich Erleichterung. Aber dann ist das Gefühl, dieses oh, endlich geschafft, auch ganz schnell dieser Freude gewichen. Weil ja. Faker, 7 Jahre hat es gedauert, bis er seinen vierten Titel bekommt. Der Typ ist erstmal 26, also das was ist sehr alt ist überhaupt, in, aber noch kein Alter gefühlt. An sich überhaupt nicht, aber in E-Sports, ja. Ja, wenn man an E-Sports denkt, dann ist 26 schon ziemlich alt inzwischen. Bei League geht es tatsächlich noch, sage ich jetzt mal. Weil das jetzt bei Counter-Strike auch auf jeden Fall, aber trotzdem bist du mit 26, wenn du bedenkst, dass die ganzen anderen Jungs, die da bei LoL spielen, oftmals noch unter 20 sind. Also ist schon ein bisschen der Opa. Der Master Splinter und dann 4 Turtles. Genau. Das hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Ja, aber es hat einfach funktioniert. Die haben ein unfassbar gutes Spiel hingelegt. Ja. Faker hat auch in manchen Szenen gezeigt, dass er noch wirklich mit der beste Spieler auf der Midlane in der Welt ist. Du sprichst es an. Spiel gezeigt, also vor allem T1 hat sehr viele Spiele, sehr viel Gutes gezeigt. Deswegen absolut. Würde ich jetzt mal sagen, gehen wir da kurz mal wie immer ein bisschen Game für Game durch. Es geht ja relativ schnell. Es waren nur 3 Spiele. Unter 1,5 Stunden. Unter 1,5 Stunden die komplette Übertragung, wo es nur um Spiele geht, genau. Das erste Spiel war mehr oder weniger ein unspektakuläres Ding, Verzeihung. es war ein ausgeglichenes Early, wo ich noch gedacht habe, okay, wir kriegen da auf jeden Fall eine Serie. Beide Teams sind im Spiel, bis es in das Midgame kam und da hat T1 übernommen. Haben sich den Baron mehr oder weniger geschnappt, den ersten, und danach war es dann wirklich entschieden. Für mich war Zeus der MVP, ja. Der Top-Laner. Da muss ich sagen, Zeus. Zeus, ja, genau. Er möchte ja unbedingt nicht Zeus genannt werden. Zeus, my bad. Zeus war der MVP. Er machte nämlich mit Deshai, was er wollte. Und wer die letzten Folgen gesehen hat, der weiß, dass ich großer Deshai-Anhänger bin. Ja. Für mich der beste Top-Laner des Turniers, wenn man mal die Finalleistung ausklammert. Du hast auch eine Szene rausgesucht, die unter anderem eben Zeus inkludiert. Ja, beziehungsweise ist es wie alles, was wir jetzt nachher hier besprechen werden, immer so ein Hauruck-Aktion von dem Team, also eine Teamaktion. Ja. Und in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass wir sehen, es geht um einen Fight am Drake, den sich dann auch Weibo schnappt. Aber Zeus beschäftigt hier, man sieht es auch gleich im Bild, beschäftigt hier erstmal, während die ganzen Kollegen auf der Midlane unterwegs sind. Xiaohu kommt da einigermaßen raus, wird nicht umgenietet und dann shiftet dieser Fokus der Kamera auf den Drake, der dann geschnappt wird von Weibo. Aber Zeus geht da rein, beschäftigt alle 3 Gegenspieler und dann kommt einfach das restliche Team von T1, weil Xiaohu kann zum Beispiel nicht eingreifen, ist kaputt. Ja. Und dann gibt es halt einen Kill nach dem anderen. Und ja, selbst Weiwei, der Jungler von Weibo, muss halt wegrennen. Ja. Und Owner sagt, nö, du geh ich hinterher. Ja, und dieses Mal hat er sich geschnappt. Und das war wirklich sinnbildlich für den restlichen Spielverlauf. Auf jeden Fall. Also gerade im ersten Spiel, aber auch das zweite Spiel dann. Was auch wieder eine Sache, es war ein erdrückendes Early Game von T1. Ja. Also wirklich dann erdrückend. Deshai hat gut gespielt, ich fand sogar teilweise grandios, wird aber ein Stück weit von T1 als Opferlamm auserkoren. Also ich würde das sogar so sagen,
wir hatten ja auch einen Short bei uns auf YouTube. Es war in dem Fall, Umayushi hat da in dem Interview gesagt, mit den Kollegen von Horizon, glaube ich, also aus Korea, hat gemeint so, hey, der Fokus wird eindeutig im Finale auf der Toplane liegen, weil, wie du schon sagtest, der Shai steht nicht zu Unrecht im Finale, einer der besten Toplaner und Weltmeister 2018 mit Invictus Gaming. Und da hat man sich anscheinend so dermaßen gut darauf vorbereitet, dass halt Zeus mit Shai gemacht hat, was er wollte. Also wirklich, was er gemacht, was er wollte. Genau, was er wollte, aber in Match 2, wir sehen es auch in dieser Szene jetzt gleich, dass dieses Team trotzdem wirklich gemeinsam hier gegen Weibo vorangegangen ist. Und man merkt es halt auch, es ist ein Engage gewesen, der von Weibo kommt. Wir sehen es auf der Toplane, Maokai kommt aus dem Jungle, aus dem eigenen Jungle heraus, haut seine Ulti rein. Davor Faker ballert einfach mal die geklaute Senna-Ulti auf die Gegner, die einfach gar nichts macht. Ja. Dann siehst du, okay, Weibo Weiwei mit seiner Ulti von Maokai hält erstmal es fest. Im Gegenzug Renata Klatsch, den Namen ich mal falsch ausspreche, macht Hostile Takeover, also wiederum seine Ulti drauf und schafft dann dafür, dass der Gegner erstmal stehen bleibt. Man wird verfolgt und dann kommt halt diese eine Szene, wo ich mir denke, warum? Sidesteps von Kumayushi auf die Ahri vom Gegner und dann haben wir hier Kalista, die einfach einen Mitspieler Crisp, also Light schnappt sich Crisp, will den auf Kumayushi draufschmeißen und dann verkauft ihn komplett. Genau, und Kumayushi flasht halt weg und dann merkst du halt, okay, verdammt, da ist jetzt eine Senna, die mitten in der gegnerischen... Ja. Die ist innerhalb von, ich glaube, einer halben Sekunde, die ist einfach komplett weggewiesen. Relativ schnell wegradiert und dann hast du halt einen Gegen-Engage. Ona haut noch auf Nocturne seine Ultimate raus, nimmt noch einen nächsten Spieler. Er kommt auch noch raus, Ona war auf 10 HP oder sowas runter. Ja, Kiri auch. Ja, und dann merkst du halt einfach, okay, T1, die beherrschen einfach hier Weibo nach Strich und Faden. Genau, auf jeden Fall. Das Spiel ist dann auch endgültig mit einem Stomp irgendwie ausgegangen. Am Ende waren es 14-1 Kills, was extrem krass war. 14,5 Gold Lead. Und es war nicht mal die kürzeste Partie. Nee, es war nicht die kürzeste Partie. Weibo hat es geschafft, genau einen mickrigen Turm zu bekommen in dieser Partie. Und das beinahe also, perfekte Game, wie es gegen LNG auch schon war. Beinahe, genau. Aber das, also vor allem in so einem Finale ist es halt auch nochmal ein richtiges Statement gewesen. Mhm. Vor allem, wenn du dann weißt, okay, guck mal, was wir hier jetzt mit euch in Partie 2 angestellt haben, warum sollten wir das nicht direkt in der dritten auch machen? Und genauso ist die dritte dann auch ein Stück weit abgelaufen. Dieses Mal aber mit einem sehr großen Moment von Faker. Die Szene hast du uns auch wieder rausgesucht. Ja, also ich möchte an dieser Stelle auch mal erwähnen, es hätte in jeder Partie verschiedene Szenen gegeben, die sich gelohnt hat, hier wirklich zu zeigen. Ich habe mich jetzt wirklich nur für diese Faker-Szene entschieden, nicht weil ich ein Faker-Fanboy bin, sondern weil es einfach nochmal verdeutlicht, dass er auch im fortgeschrittenen Alter immer noch dazu in der Lage ist, im Finale, dem wichtigsten Finale einer jeden League of Legends-Saison, dazu in der Lage ist, wirklich Top-Leistungen abzurufen. Und wir sehen es halt auch jetzt dann gleich wieder hier im Hintergrund, läuft es auch schon. Es ist halt ein Engage von beiden Seiten, die sich um den Drake herum wieder treffen. Und da gibt es dann halt eine Szene, wo auf der Top-Lane haben wir Ken, also der Shai spielt Ken, auch ein sehr interessanter Pick, der glaube ich viermal im Finale, insgesamt in der Welt. Da war schon ein bisschen Verzweiflung zu sehen, fand ich. Ein Stück weit eingesetzt wurde, aber hey, warum nicht, wenn es funktioniert, am Ende des Tages beschwert sich keiner. Versucht halt über den Jungle von der Topside reinzukommen, benutzt seine Ulti, währenddessen Azir Shahu auch seine Ulti benutzt. Ja. Aber da ist dann die Misskommunikation, denn der Supporter von Weibo haut dann einfach auf Bart die Ulti rein und dann ist halt einfach auch mal alles gestunt, beziehungsweise in der Clock, Stopwatch. Genau, es sind im Grunde genommen zwei Ultimates, die da verpuffen, einfach weil keine Kommunikation auf Seiten von Weibo kam. Der Supporter von Weibo, Crisp, stoppt im Grunde genommen alles und damit stoppt er eben auch die Canon Ultimate und die Azir Ultimate. Das sieht man auch ganz gut nochmal im Video, wenn man drauf achtet. Ja, und Canon kassiert dann halt ordentlich Schaden von Faker, der dann auch hinterher geht, schnappt sich erstmal Canon, geht dann auf Shahu, auf Azir drauf, den er nicht down bekommt und dann plötzlich sind halt vier Spieler von Weibo auf Faker drauf, der halt aber dann ein Sidestep nach dem anderen macht, kriegt noch einen Kill, hat seine Q oder E auf Azir drauf, beziehungsweise Azir ist dann weg und dann kriegt er noch eine QE auf den nächsten gegnerischen Champion, muss rausgehen, weil er einfach super low health ist und dann geht er halt trotzdem nochmal rein, macht einen Triple Kill und wenn Zeus ein bisschen schneller gewesen wäre, also es ist wirklich einfach so, nur so ein, wie sagt man das, eine Millisekunde schneller gewesen wäre, dann hätte Faker da am Ende auch noch lebend rauskommen können. Passiert dann an Death, aber trotzdem, hey, Triple Kill und das war dann auch so ein Stück weit die Vorentscheidung. Der Damage war dann, weil ein Triple Kill als einzelner Champion... auf Akali vor allem, die halt einfach alles rasiert, wenn sie ahead ist. Also es war ein bisschen die Vorentscheidung und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz schöne bezeichnende Szene, weil es irgendwie passend ist, dass es dann am Ende doch wieder Faker ist, der den Sieg einleitet.
Weil nach 26 Minuten war es dann auch vorbei. Das schnellste T1, Spiel im Finale. Genau, T1 war dann Weltmeister. Und das fand ich eine wirklich sehr schöne Szene, als es den fünf Jungs einfach klar wird. Und da gerade, außer Faker, hat ja keiner von denen den Weltmeistertitel bis dato gewonnen. Und sie waren so knapp davor. Und sie waren letztes Jahr sehr, sehr knapp davor. Und dann siehst du in den Gesichtern, wie es ihnen klar wird. Und gerade den Kyria, der letztes Jahr noch ganz bitterlich geweint hat, rutscht so nach hinten, hält sich den Kopf, fängt an zu lachen. Ich weiß nicht, Owner und Guma fangen so verhalten an irgendwie. Zeus strahlt auch einfach. Und bei Faker ist es wirklich so einfach dieses wissende Lächeln so. Yes, ich habe es euch allen nochmal gezeigt. So, genießt diesen Moment. Und das Schöne ist tatsächlich, halt, weil du gerade Kyria erwähnt hast, was mich bei ihm immer so stark freut, halt gerade wenn man diese Szenen sich anguckt, es hat sehr starke Parallelen zu Faker 2017. Faker ist das letzte Mal 2016 Weltmeister geworden. Dann gab es 2017 das große Finale. Man ist wieder ins Finale gekommen und hat dann halt wirklich eine 0-3 Klatsche, anders kann man nicht sagen, gegen Samsung Galaxy damals einkassiert, die dann später zu KSV und dann Genji geworden sind. Und da saß Faker, das war auch diese Jacke tatsächlich, das ist leider nicht die 2016er, sondern die 2017er Jacke, wo dann Faker, es gibt dieses ganz berühmte Bild, was man jetzt auch gleich hier mal sehen wird, wo Faker wirklich weinend auf dem Tisch liegt. Und dann hast du diese Parallele zu letztem Jahr, wo Kyria halt auch weinend auf diesem Tisch sitzt, weil er halt so knapp an diesem Weltmeistertitel vorbeigeschrammt ist. Und dieses Jahr, also ich glaube, Kyria dürfte der Spieler gewesen sein, den es am meisten gefreut hat, weil er halt jetzt auch zu Deft sagen kann, hey, großer Bruder, oder ich habe es jetzt auch geschafft, wir sind jetzt beide Weltmeister. Ja, also die Storylines, die dieses Finale geschrieben hat, die sind echt sehr schön gewesen. Die einzige, die es halt nicht erfüllt hat, ist Deshai. Es sind Deshai oder halt auch Weibo, die Underdog-Story. Ja, das auf jeden Fall. Du könntest auch Shahu nennen, der dreimal das MSI gewonnen hat, aber noch nie die Weltmeisterschaften. Also es gibt immer schöne Stories auf beiden Seiten. Ja. Trotzdem kommen wir mal zu einem Fazit. Es war ein glattes 3-0 und jetzt ist natürlich schon die Frage, hat Weibo einfach keinen guten Tag erwischt oder war T1 so krass, dass sie Weibo einfach überhaupt nicht mitspielen lassen haben? Ich würde tatsächlich sagen, dass es eine Mischung aus beidem ist. Mhm. Zum einen, Weibo, der Weg ins Finale, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist zwar über BLG gegangen, aber davor hat man wirklich nur gegen westliche Teams gewonnen. Also ich weiß nicht, wie krass das als Gradmesser dienen kann. Mhm. Auf der anderen Seite hast du halt T1 gehabt, die halt wirklich, also einen schwereren Weg ins Finale kannst du nicht vorstellen, außer wenn du Gen.G noch gespielt hättest, aber LNG 3-0, JDG gegen T1, das war ja, nachdem Gen.G rausgeflogen ist, das vorgezogene Finale. Ja. Du machst das beste Team der Saison. Ja. Spring Split, MSI, Summer Split machst du dermaßen lang, dass halt jeder dann sagt, okay, du wärst Weltmeister. Ja. Und das Geile ist ja wirklich, dass T1 als koreanisches Team jetzt auch nach dem Sieg gegen Weibo jedes einzelne LPL-Team, jedes chinesische Team, das im Turnier dabei war, besiegt hat. Ja. Und die LPL ist die nominell stärkste Liga. Also bis auf BLG, weil die ja durch Weibo rausgeflogen sind. Genau, aber kannst du, also das, ich glaube, Verdienste kannst du nicht Weltmeister werden. Das meine ich halt im Endeffekt. Das ist halt eine Mischung, was beiden ist. Und als Weibo, du kannst halt nur so gut spielen, wie du es halt hinbekommst. Und am Ende des Tages, klar, es ist eine Best-of-Five-Series. Das heißt, einen Fehler könnte man korrigieren. Ja, aber es hat am Ende einfach nicht funktioniert. Auch deswegen nicht, weil, und da möchte ich das aufgreifen, was unsere Caster-Kommentatoren, Kollegen vor Ort gesagt haben. Diese Meta, wie sie sich durch das Turnier hat entwickelt, ist bei T1 einfach wesentlich besser angekommen als bei allen anderen Teams. Die Jungs, die haben wirklich alles angenommen, was dieses Turnier zu bieten hatte, gerade an der Meta, weil wir haben immer noch auf Patch 13, 19 gespielt. Mhm. Und sie haben einfach wirklich alles sich so eigen gemacht und das merkst du halt von Spiel zu Spiel zu Spiel sind die einfach besser geworden. Ja. LNG, Stomp. Ja. JDG, der einzige wirklich Ausrutscher, was heißt Ausrutscher? Also, es ist halt das beste Team der Welt. Zu die einzige Zeitpunkt Niederlage gewesen. In der Serie. Ja. Korrekt, 3-1, trotzdem gehst du dann davon aus, okay, die werden Weltmeister, aber dass die dann so über Weibo drüber rutschen, das war, glaube ich, auch den wenigsten so hat die wenigsten wahrscheinlich gedacht. Ja. Auf der anderen Seite hat man nämlich gedacht, oh, Weibo, ist das DRX 2.0 Underdog-Story? Und dann hat T1 halt gesagt, ey, nee, dieses Jahr nicht. Nicht zu Hause, nicht zu Hause und nicht in diesem Jahr. Das stimmt. Was anderes, was ich auch sehr interessant finde, ich glaube, wir sind uns beide einig, weil wir auch vor der Show schon darüber gesprochen haben, Zeus ist unser gemeinsamer Finals-MVP, auch wenn natürlich das ganze Team wieder wunderbar funktioniert hat. Meine Frage jetzt an dich. Zeus hat sowieso eine überragende Leistung gezeigt und Deshai in seine Schranken gewiesen. Deshai bis dahin nominell der beste Toplaner des Turniers. Der Fokus von T1 lag auf der Toplane und auch auf Deshai. Die haben teilweise, Deshai war Game 2 und 3 war immer das First Blood.
Meinst du, das war Teil des Gameplans, dass sie sozusagen auch eine psychische Komponente angegriffen haben von Weibo, indem sie gesagt haben, guck mal, ganz klar euer bester Spieler, euer Fixpunkt des Teams und wir schlachten den ein ums andere Mal nieder. Meinst du, das war geplant oder hat sich das einfach so übers Spiel ergeben? Also ich kann halt nur auf das verweisen, was ich vorhin schon gemeint habe. Guma Yushi hat ja gesagt im Interview, hey, der Fokus wird auf der Top-Lane liegen. Ja. Ich glaube schon, dass die das auf jeden Fall haben mit einfließen lassen. Aber am Ende des Tages hat T1 einfach wie so eine geölte Maschine funktioniert. Sie haben einfach funktioniert. Wie heißt das? Ich glaube, ein Kollege meinte vor Ort, 5 Spieler, ein Kopf im Endeffekt. Und das ist halt wirklich wie alles hat ineinander gegriffen. Aber ich glaube schon, man hat halt auch ein Stück weit den Fokus auf die Top-Lane gelegt, weil zwar Shahu 3-mal RNG gewonnen, dennoch The Shy aktuell der beste Spieler im Team. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich nämlich genauso und ist einfach ein schlauer Move gewesen. Und hat solche man gesehen. Moves, ja, solche Moves machst du dann halt, wenn du Weltmeister werden willst. Okay, abschließende Frage. Faker, nach 2577 Tagen ist er zurück auf dem Thron, ist wieder Weltmeister, hat es jetzt nochmal allen bewiesen. Auch seinen Hatern. Allen Hatern, allen Fans, er hat seine neue Generation im Team nach der Finalliga-Niederlage von letztem Jahr wieder zum Titel geführt. Und jetzt? So. Hörst du dann nicht auf? Machst du nicht den Philipp Lahm des LOL-E-Sports und sagst, so, Feierabend, ciao, das war's, ich bin Weltmeister, ich gehe jetzt, ich brauch's niemandem mehr beweisen? Oder spielst du jetzt weiter und denkst dir, gerade deswegen, jo, ich muss niemandem mehr beweisen, dass du einfach nur noch komplett befreit aufspielst und die letzten paar Jahre deine Karriere genießt. Du hast gerade Philipp Lahm erwähnt, ich nenne ein anderes sportliches Idol. Ich sage, er macht den Tom Brady. Macht den Tom Brady siebenfacher. Er wechselt das Team? Nein. Okay. Nein, aber Tom Brady ist siebenfacher. Also mit den Patriots ist er, glaube ich, 5-mal oder 6. Keine Ahnung. 5 oder 6-mal ist er Super Bowl-Gewinner geworden. Mhm. Warum sollte er aufhören? Wenn er immer noch, solange er noch Spaß am Spiel hat, hat er gesagt, will er weitermachen. Mhm. Und er hat auch immer noch Spaß am Spiel. Und er wird jetzt auch darauf fokussieren, was nächstes Jahr kommt. Das hat er auch im Interview gesagt. Hey, der vierte Titel war für mein Team, weil es einfach auch. Hat man auch gemerkt, er hat fürs Team gespielt. Er ist ja auch ein Teamplayer mittlerweile. Ja. Nicht mehr so diese Solo-Lane, Demon Kill, Unkillable Demon King, wie man ihn immer noch nennt mittlerweile. Aber ich glaube, er macht wirklich einen Tom Brady. Er geht einfach so lange spielen, so lange wie er erfolgreich ist und so wie lange er Bock hat. Er ist ja eh Anteilseigner von T1. Das heißt, er wird immer mit diesem Team in Verbindung bleiben. Und das Coole ist, das können wir jetzt auch schon mal sagen, die Offseason hat ja begonnen und ich gehe auch schwer davon aus, dass Faker, ich glaube, der Vertrag ist gar noch länger gültig. Und jetzt kommt Kuma zurück, also der Weltmeister-Coach, mit dem er 3-mal den Weltmeistertitel gewonnen hat, ist jetzt der neue Headcoach von T1 in der nächsten Saison. Tom wird wahrscheinlich wieder Substitute-Coach werden oder halt Assistant-Coach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die zwei zusammenarbeiten und halt wirklich wieder einen richtigen Nenner finden, warum nicht einen 5. Weltmeistertitel? Warum nicht einen 6. Weltmeistertitel? Solange du Bock hast, solange du erfolgreich bist. Solange du gut bist. Ey, und ganz ehrlich, Faker hat es schon 2-mal bewiesen. Wir hatten in, glaube ich, 2015 hatten wir Easy Huhn als Ersatz, der halt Faker lange Zeit ersetzt hat. Dieses Jahr hatten wir, letztes Jahr hatten wir, ich weiß gar nicht, wie der mehr heißt, der ihn auch dann ersetzt hat. Und dieses Jahr hat Poppy halt ersetzen müssen, weil er verletzt war. Und er ist trotzdem, das ist auch ein Punkt, den haben wir noch gar nicht erwähnt. T1 hat dieses Jahr mit Hängen und Würgen, nachdem Faker verletzt war, es trotzdem noch in die Playoffs geschafft und sich für die WM qualifiziert. Und jetzt sind sie Weltmeister. Mhm. Da merkst du einfach, wie fucking wichtig dieser Spieler noch ist. Ja. Er macht einfach immer noch den Unterschied. Und wenn es stimmt, was du prediktest, dann also ich glaube, wer weiß, ob wir dann nicht... Er hört erst auf, wenn er die Hand voll hat. Okay. Wir werden es rausfinden, und zwar nächstes Jahr. Ich denke, T1 hat gute Chancen, dann auch da wieder im Finalturnier dabei zu sein. Wir werden dann, genauso wie dieses Jahr und auch letztes Jahr, dann über die Worlds 2024 berichten. Wieder mit Around the Worlds, wieder mit uns beiden. Ich hoffe, ihr bleibt uns bis dahin gewogen, hattet Spaß an der ganzen Sache. Wir hatten es auf jeden Fall. Absolut. Und dann, im besten Fall, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, und ansonsten, wie immer und bis dahin, sport1.de/esports, YouTube, Instagram, TikTok, und Facebook ist auch noch am Start. Also von dem her, schaut einfach rein. Da werden wir auf jeden Fall sehr vieles, gerade jetzt in der Offseason, zu League of Legends bringen. Und ja, wir bedanken uns, wünschen euch eine schöne Zeit und sagen Tschüss. Ciao. Faker, what was that?